Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu Part 7 von Legenden Arceus. Beim letzten Mal sind wir ja gegen Axanthor angetreten und haben es versucht zu beruhigen. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier mit dem lieben Naven sprechen, dass wir dann mit Dings reden können. Wir können auch noch kurz unsere Items wegpacken. Ich glaube, das braucht man nicht unbedingt. Das können wir, glaube ich, auch wegmachen. Das können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Ja. Genau, und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. So. Aha, ich habe zwei Pokémon gesehen. Mei, damit kommen wir bestimmt aufs nächste Level. Zum 5-Sterne-Mitglied. Scherz. Aber schau mal, wir haben trotzdem ein bisschen was dran gearbeitet. Einen neu vervollständigten Pokédex. Dieses Licht, das gen Himmel verschwunden ist. Du hast den König also besänftigt. Habe ich recht? Oh, was sehe ich denn da? Kann es wirklich sein? Ist das etwa eine Tafel? Dürfte ich sie mir mal etwas näher ansehen? Darauf sind Worte eingeritzt. Dort, wo das Universum geboren wurde, steht auch seine Wiege. Das scheint ein Teil einer Legende zu sein. Wo hast du sie her? So, so. Eine Tafel hast du also von Dummy-Tier bekommen, als es dich für würdig befunden hat. Und eine andere von Axanthor, nachdem du es besänftigt hattest. Oh, das bringt mein Blut in Wallungen. Ich vermute, dass weitere dieser Tafeln in ganz Hisui verstreut sind. Wenn wir sie alle finden und das Rätsel ihrer Inschriften lösen, könnte uns das womöglich zu einer großen Entdeckung führen. Ach, nichts weckt meine Neugierde mehr als die Mythen und Rätsel der Vergangenheit. Das zeigt sich der wahre Reiz des Lebens. Aber wie dem auch sei, die Pflicht ruft. Bis dann. Arrivederci! Du. Oh, da gibt es noch eine Nebenquest, die wir freischalten können. Irgendwann machen wir auch mal einen Part, wo wir die ganzen Nebenquests machen. Du siehst wie jemand aus, der Freunde am Basteln hat. Kann ich dich um etwas bitten? Hättest du Zeit, dich an meine ganz besondere Anleitung zu versuchen? Sie liegt mir sehr am Herzen und ich würde mich ungemein freuen, wenn sie jemand mal ausprobieren würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier hast du die Anleitung. Pokémon, was? Kokeshi. Kokeshi. 3 Stück Holz. Ich habe, glaube ich, kein Holz. Damit lässt sich ein Pokémon Kokeshi herstellen. Ich wollte Hisui um ein Kunstobjekt bereichern und hoffe doch sehr, dass du meine Idee verwirklichst. Ich kann es kaum erwarten, was du mir wohl für ein herrliche Kokeshi zeigen wirst. Das kann ich halt noch nicht machen. Ah, da sind auch neue Nebenquests zur Verfügung. Das seltsame Ponita. Lago behauptet, oder Iago, ein seltenes Ponita gesehen zu haben. Bitte finde mehr heraus. Ich bin ja ein großer Ponita-Fan und da kriegt man ja ein besonderes Ponita.
hervorragende Arbeit. Ich habe bereits erfahren, dass du das in Rage verfallene Axanthor besänftigt und den Frieden wiederhergestellt hast. Obwohl du für uns bloß ein Fremder bist, die vom Himmel gefallen ist, hast du der Galaxis-Expedition vorbildlich gedient. Damit hast du dir ein gewissen Maß an Respekt erarbeitet. Allerdings ist damit noch lange nicht getan. Wie man hört, sind auch in anderen Gebieten Hisui-Könige und Königinnen in Rage geraten. Deshalb musst du auch weiter in Pokémon erforschen und dich für Jubeldorf nützlich machen. Doch genug geredet. Die anderen Mitglieder des Forschungstrupps sind jetzt wohl schon in der heißen Kost. Du solltest dich ihnen anschließen. Ich nehme wieder die üblichen Kartoffelmuschi. Mubeschi. 3 Portionen und keine weniger. Wenn du sonst noch was Leckeres in der Küche zusammenzauberst, bring es gleich mit. Deine Eskabaden sind hier in allen Munde. Du kannst von Glück reden, dass du den Kampf gegen Axanthor unversehrt überstanden hast. Unsinn, Liz war gut vorbereitet. Außerdem bin ich mir sicher, dass sie während des Kampfes immer gut auf Axanthors Bewegungen geachtet hat. Dieser Sieg war kein Glück, sondern das Ergebnis sorgfältig vorbereiteter Anstrengungen. Dank Liz haben wir jetzt eine Sorge weniger, wenn wir im Grasland unsere Missionen erledigen. Apropos, hier diese Anleitung habe ich von Mubeschi. Damit kannst du dich noch besser gegen Gefahren schützen. Yes, wir müssen nicht mehr befürchten, von Axanthor angegriffen zu werden. Jetzt können wir in aller Ruhe die Pokémon erforschen, die im Obsidian-Grasland leben. Oh, ist das das mit Krippuk? Liz. Ich habe auf dich gewartet, Liz. Mein Name ist Yula. Ich möchte dir etwas ganz Wichtiges sagen. Kannst du kurz mitkommen? Jetzt gebe ich dir so eine Geisterstimme und das ist gar nicht mit Körpuk, aber ich glaube schon. Das bleibt bitte unter uns, ja? Das Unheil geht in Hisui um. Hunderte Jahre ist es her. Da wurde ein gewisser Unruhestifter für seine Missentaten versiegelt. Doch aus irgendeinem Grund ist das mysteriöse Siegel nun gebrochen worden. Wir müssen eingreifen und Schlimmeres verhindern. Ich bitte dich, Liz, setze das zerbrochene Siegel wieder in Stand. Was muss ich tun? Oh, ich danke dir. Du glaubst mir nicht, wahr? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich gebe dir zunächst einmal diese Spirit-Kern hier. Passt gut darauf auf. Die ehemaligen versiegelten Geisterlichter sind über ganz Hisui verstreut. Es sind übrigens 107 an der Zahl und mit dem Spiritkern lassen sie sich wieder einsammeln. Normalerweise sind sie unsichtbar, aber wenn du den Spiritkern dabei hast, kannst du sie sehen. Ich weiß, dass ich damit viel verlange, aber bitte versuche, sie alle einzusammeln. Hier irgendwo in der Nähe sollte es eins der Geisterlichter sein. Damit könntest du anfangen. Oh, sieh mal, da ist eins. Berühre das Geisterlicht und beobachte genau, was passiert. Ich erinnere mich noch daran, dass ich damals ewig gebraucht habe, um alle Geisterlichter einzufangen. Das war Aufwand. Weil die halt, wie gesagt, überall in Hisui versteckt sind. Hast du gesehen, wie es vom Spiritkern eingezogen wurde? Es scheint, dass ich diese Aufgabe der richtigen Person anvertraut habe. Wenn du wissen möchtest, wo du als nächstes suchen solltest, frage mich einfach.
und als Dankeschön für deine Mühe werde ich dir einige tolle Belohnungen geben. Ich warte hier auf dich, Liz. Klingt ein bisschen wie so eine Drohung. Ich warte hier auf dich, bis du wiederkommst. Entschuldigung. Wow, der Friseursalon der Galaxis-Expedition ist echt schick. Hey, du da, du bist Liz, nicht? Du warst es doch, die den herumwütenden König des Waldes, Axanthor, wieder beruhigt hat. Ja? Du bist richtig berühmt, musst du wissen. Einige haben sogar Angst vor dir. Schließlich hast du dich so furchtlos einem der Pokémon entgegengestellt, die dem ehrwürdigen Sinnoh nahestehen. Ach, ich heiße übrigens Hinatsu. Ich bin eine Wächterin des Diamantclans und leidenschaftliche Friseurin. Freut mich, dich kennenzulernen. Jetzt musst du mich leider entschuldigen. Ich bin mit Denboku verabredet. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ja, Okay, er sagt uns, wir müssen auch wahrscheinlich zu Denboku. Schließe die Hinatsus Besuch beim... Ach, schließe dich dem an, okay. Heute laufen aber auch nur von A nach B und hören uns irgendwelche Gespräche an. Ursaluna, sagst du? Also könnten auch Pokémon, die keine Könige oder Königinnen sind, in Rage geraten? Von Diam und Perla habe ich zwar noch nichts gehört, aber das heißt nicht, dass wir untätig bleiben dürfen. Hinatsu, ich möchte dir vielmals danken, dass du uns über Ursalunas Zustand informiert hast. Unser Anführer ist beschäftigt, als er aussieht, und die Wächterin von Ursaluna hat mich eiskalt abgewiesen. Ihr von der Galaxis-Expedition seid die einzigsten, an die ich mich noch wenden kann. Die Wächterin von Ursaluna ist Yugao vom Perlclan, nicht wahr? Von allen Wächtern und Wächterinnen ist sie die starkköpfigste. Sie legt großen Wert auf alte Gepflogenheiten. Es gibt eine neue Mission für dich, Liz. Mach dich auf zum Roten Sumpfland und untersuche, was mit Ursaluna geschehen ist. Du darfst auch offensiven Druck ausüben, wenn die Situation es erfordert. Was versteht der unter offensivem Druck? Als nächstes solltest du das Rote Sumpfland erkunden. Die Pokémon dort sind bedrohlicher als jene im Obsidian-Grasland. Dein Weg wird dich durch eine raue Landschaft führen, über steile Täler und Küstenklipfen. Mit deinem jetzigen Mitgliedsrang kannst du dich ins Rote Sumpfland vorwagen. Ich habe Informationen für dich, die dir bei deiner Mission von Nutzen sein werden. Die Wächterin von Ursaluna findest du in den Ruinen des Trostes im Roten Sumpfland. Okay. Ich würde sagen, dass wir jetzt noch das mit dem Roten Sumpfland machen und vielleicht im nächsten oder übernächsten Part dann uns mal daran machen. Oh, wir haben ganz viele Nebenquests freigeschalten. Ich wollte gerade sagen, so ein paar Nebenquests zu machen. Aber wir haben jetzt so viel geredet, dass ich jetzt heute mal auf weiteres Reden mit Leuten außerhalb der Hauptmission mir ersparen würde. Liz, hast du einen Moment, um mir meine Kampfübung zu helfen? Klar doch. Super, wenn ich mich in einem Kampf gegen dich gut schlagen kann, sollten Erkundungen kein Problem mehr sein. Na dann. Oh, er hat inzwischen halt zwei Pokémon.
Pantimimi! Gar nicht. Was hat der für ein Level? 19. Okay, wir haben aber auch Pokémon, die ein bisschen ein höheres Level haben. Ah ja, eine Verbrennung ist auf jeden Fall nicht schlecht drauf. Na toll. Hä? Wir schlafen doch. Hä, wir konnten angreifen, obwohl wir schlafen? Verrückt. Pikachu. Das war jetzt gerade ein bisschen seltsam. Aber okay. Pikachu. Pika, 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 Pikachu! Fast One-Shot-Down. Okay, er setzt auch Krafttechnik ein. Ruckzucki dürften wir gut tanken. Auch wenn er 2 Level über uns ist. Haha! Hehehe! Sorry. Oje, in die Niederlage wird Pikachu sicher wieder sauer auf mich sein. Du Armer. Du bist wirklich stark. Kein Wunder, dass du gegen einen König bestehen konntest. Hier, du bekommst eine neue Anleitung von mir. In letzter Zeit treten vermehrt Verzerrungen des Raumzeitgefüges auf. Einmal habe ich in einer dieser Verzerrungen geluckt und ein tolles Item entdeckt. Ich wollte nur schnell hineinschlüpfen und es mir schnappen, doch darin wimmelte es von starken Pokémon. Ich bin nur knapp mit dem Leben davongekommen. Sei bloß auf der Hut. Also dann auf zum Sumpflandbasis. Oh ja, ich erinnere mich da an diese... an diese Verzerrungen. Stand da nicht, dass Zwartrone eine neue Attacke lernen kann? Wie macht man das? Attacken. Es ist halt das Problem, wenn du 2 verschiedene Varianten spielst. Ach, keine Ahnung. Aber Bericht vielleicht. Ah ne, da waren wir ja gerade dran. Man weiß es nicht. Aber da merke ich das, dass ich unterschiedliche Versionen von Spielen... Wenn du 2 verschiedene Pokémon-Spiele spielst, bin ich manchmal ein bisschen verpeilt, weil du nicht mehr weißt, wie es in welcher Version geht. Und Purpur hat halt teilweise schon eine andere Steuerung als hier Legenden Arceus. Das hier ist das rote Sumpfland. Hier gibt es unter anderem Pokémon, die Gift einsetzen. Deine Mission ist wirklich nicht ohne. Du willst zu den Ruinen des Trostes, oder? Sie liegt in dieser Richtung. Schau, man kann sie schon von hier aus sehen. Jep, ich sehe sie. Ich frage mich, wann und wo so eine Verzerrung des Raumzeitgefüges das nächste Mal auftritt. Vielleicht können wir sie auf der Karte sehen. Dann den mächtigen Pokémon lauern. Wenn du aber mutig genug bist, sie zu betreten, kannst du dort auf seltene Pokémon und Items stoßen. Dann widmet euch mal voll und ganz der Pokémon-Forschung, ihr 2. Aber passt auf, dass ihr euch nicht übernehmt. Falls euch die wilden Pokémon zu stark sind, sucht vielleicht mal den Übungsplatz auf. Dort kann Belila dafür sorgen, dass eure Pokémon starke Attacken erlernen. Ach, vielleicht muss man auch
hier bei der vorbeigucken, um Attacken zu lernen. Neue. Na. Schon wieder underleveled. Ah nein! Oh, es hat überlebt. Mein Quick Finger hat schon wieder. Ich wollte den Ball einsetzen. Hier, Item. Ball einsetzen. Das ist ein Enton. Enton, Enton! Ah, Enton, ich habe nichts gegen einen Enton. Wir können versuchen, es zu fangen. Indem wir uns anschleichen. Wir haben es auf jeden Fall überrascht. Yeah! Auf jeden Fall hat Enton nicht die Aufgabe, durch überrascht werden, gefangen werden. Oder ist ein Knospi? Ich glaube, Knospi hat das Überraschen. Oder fangst am Tag oder so. Hier ist noch ein zweites Knospi. Vielleicht versuche ich es mit einem Schwerball zu fangen. Ich weiß nur, da muss man näher dran sein, um sie fangen zu können. Aber dafür fängt er ja besser. Ich habe meinen Knospi gefangen. Anton hat schon wieder Kopfschmerzen. Ich würde mal kurz auf Pause machen. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Ein Kopf. So, kann weitergehen. Oh, da ist noch ein Enton im Wasser. Hä? Habe ich gerade eins im Wasser? Oh, da sind Paras. Die können wir vielleicht auch noch fangen. Für unser Level. Ja! Was ist los? Meine Katze morzt da die ganze Zeit vor sich hin. Und fängt es da jetzt an zu regnen. Oh, da ist ein Parasekt. Aber das kriegen wir bestimmt nicht gefangen. Nee, glaube ich nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass wir das schon fangen können.
Machen wir uns jetzt alle da auf den Weg. Der nett Frau. Hier sind erstaunlich viele Entons. Ey! Hallo? Ich hätte einfach zweimal angreifen dürfen. Schweinerei ist das. Zeit, dass wir Superbälle herstellen können. Aber dazu müssen wir halt in dem Forschungslevel weiter vorankommen. Stimmt, Honig, kann ich mir voll vorstellen. Das ist doch eine Nebenquest, oder? So eine Mini-Quest, den Pokédex-Eintrag für dieses Pokémon zu vervollständigen. Sorry. Ach. Ruine des Trostes. Aha, I remember. Mein Name ist Yugao. Ich bin die Wächterin des Perlclans. Also eine Wächterin. Oh, sehe ich richtig. Du trägst eine Elysienflöte bei dir. Bist du etwa jene Mensch, der aus dem Riss im Raumzeitgefüge gefallen kam? Ja. So ist das also. Ich habe bereits von dir gehört. Du hast das umherwütende Axanthor beruhigt. Damit hast du sicher einigen Menschen geholfen. Doch ich frage mich, ob es nicht eine andere Methode gegeben hätte. Letztendlich hast du es doch einfach mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Liege ich da falsch? Zudem läufst du hier herum und fängst wie verrückt Pokémon mit diesen kleinen Bällen. Deswegen werde ich die Galaxis-Expedition niemals um Hilfe bitten und den Diamantclan genauso wenig. Dieses Mädchen, Hinatsu, hat uns zwar Hilfe angeboten, aber wo kämen wir denn hin, wenn wir mit dem Diamantclan gemeinsame Sache machen? Und nun geh, ich bin äußerst beschäftigt. Sympathisch. Liz, sei doch so gütig und kämpfe gegen mich. Ich will die Stärke sehen, mit der du einen König besänftigen konntest. Okay, vielleicht bekomme ich durch einen Kampf mit dir ja eine Kostprobe der Stärke eines Königs.
Oh nee, der hat einen Togepi. Ich bin jetzt auch nicht so der Togepi-Fan, muss ich leider gestehen. Oh, jetzt boostet der sich auch noch. Halleluja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir müssen anders die ganze Sache vorgehen. Wir müssen einfach auf Tempo versuchen, Togepi wegzuhauen. Das erinnert mich an dieses Mehike. Ich meine, es ist jetzt wieder normal. Warte mal, wird es nicht mit Flammenrad immer schneller? Oder ist das hier bei dem nicht... Ah ja, immerhin hat es auf jeden Fall mal eine Verbrennung. Ein Hoch auf Bonita. Oh je. Das könnte, wird wenigstens nicht von Dampfwalze getroffen. Tschüss, Kaumalat. Oho, deine Anwesenheit war hervorragend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Deine Stärke ist wahr beeindruckend. Nun denn, lass mich deine Pokémon heilen. Jetzt weiß ich, dass ich die Suche nach dem Fragment der Steinplatte, das Yugao gestohlen wurde, besser dir überlasse. Eine Steinplatte? Ganz genau. Es wurde ein Fragment dieser Steinplatte dort aus der Ruine des Trosts entwendet. Sind dir noch keine Gerüchte über die drei Banditenschwestern zu Ohren gekommen? Auch uns von der Ginkgo-Gilde haben sie schon öfters überfallen. Das ist nicht gerade förderlich fürs Geschäft. Yugao will diese wertvolle Plattenfragment auf eigene Faust zurückbekommen. Aber mit einem Alter von 99 Jahren ist das leichter gesagt als getan. Was sagst du, Liz? Würdest du das Plattenfragment für Yugao zurückbringen? Ich helfe dir natürlich dabei, denn wir von der Gilde lassen uns keineswegs gefallen, dass man unsere Ware entwendet. Außerdem kann ich ihnen auch Prinzip nicht verzeihen, dass sie mutwillig Ruinen zerstören. Mir fällt gerade ein, dass ich in der Nähe der Sumpflandbasis die Überreste einer Feuerstelle gefunden habe. Vielleicht könnte das ein Hinweis sein. Und diesem Hinweis werden wir im nächsten Teil folgen und schauen, was es mit den Banditinnen
oder Banditinnen-Schwestern auf sich hat. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Der war ja jetzt nicht so übermäßig viel, also da war jetzt nicht so übermäßig viel los. Aber ich denke, beim nächsten Mal gibt es wieder ein paar Kämpfe und vielleicht ein bisschen mehr Action. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure LA.